Moin, ihr Lieben. Die Ergebnisse des Internettests auf der Tonjo sind da. Sollte euch das interessieren, dranbleiben. Bis gleich. Also ich bin völlig überfordert mit dem Ergebnis, wirklich. Also, das sieht keineswegs schön aus. Wartet. Da in den Himmel geht unsere Antenne. Da oben hängt natürlich auch die Kamera dran oder noch eine Kamera. Und dann kommt das Ganze. Vorsicht, mein Herz, Frau kommt. Ja. Dann kommt das Ganze hier durchs Fenster, kommt ein Kabel rein. Und wir probieren noch, wie es am besten ausrichtet. Genau. Und da hängt eine Box an der Wand. Wir denken, dass sie wahrscheinlich noch draußen hingehangen wird. Da ist ein sogenannter WLAN-Repeater. TP-Link, WLAN-Repeater. Genau. Das Ganze hat den Effekt, dass ich zeige euch das, auf meiner Tonja mitten im Wald auf einmal vier Balken empfangen habe. Ich hoffe, ihr seht's. Ich Und zwei. Nico gerade aktuell zwei. Ja, der Peter schwankt zwischen zwei und drei. Ja, der WLAN-Router schwankt zwischen zwei und drei Balken. Aber noch nichts ausgerichtet, nichts gut gemacht. Wir haben heute Morgen die Antenne aufgehangen. Es sollte irgendwie alles noch ein bisschen dauern. Heute Morgen ist Andrasch oben aufs Dach geklettert, hat die Antenne von oben genommen. Nico hat sie von unten eingefädelt und hat das Ganze dann festgemacht. Das Problematische daran war, heute Morgen war ab 7 Uhr der Strom abgestellt, weil ein neuer Trafo im Wald gesetzt worden ist und dann waren die Tonjas ohne Strom. Für uns kein Problem, das wisst ihr. Wir sind, auch unsere Nachbarin hat gesagt, wir sind so ein bisschen Prepper. Wir sind keine Prepper, wir sind nur einfach gern vorbereitet. Genau, und da wir wissen, wie wir hier leben, haben wir eben alles so, dass wir möglichst auch ohne Strom klarkommen können. Das heißt, wir haben unseren Kaffee kochen können. Das Einzige, was ich feststellen musste, und das war sehr unangenehm, das kann ich euch sagen, die Pumpe der Toilette funktioniert auch nicht, wenn kein Strom da ist. Das ist relativ schwierig. Okay, genau, und dann hat er das, also jetzt gerade heute Nachmittag um, es ist jetzt 2:30, kam der Strom dann wieder. Und natürlich haben wir das sofort angesteckt, einfach weil wir total neugierig waren, wie das funktioniert. Und wir haben wirklich Telefonempfang, wir haben Internetempfang, wir haben unser WLAN-Router ist hier am schlechtesten Punkt des Hauses platziert. Eigentlich steht er in der Küche und es geht noch ein extra Kabel mit zwei kleinen Antennen raus aufs Dach. Und der hat hier wunderbar empfangen. Das ist echt Wahnsinn. Also, ich werde euch das definitiv verlinken, falls ihr Probleme haben solltet mit einer WLAN oder einer Telefonverbindung. Guckt euch das an, was wir jetzt gekauft haben. Wir sind in Ungarn am echt schlecht versorgten Punkt mit Internet und mit Telefon. Wir haben einen Mast, einen Sendemast steht in Szobocalás. Der nächste in Fülöp-Hása und also alle relativ weit entfernt. Und trotzdem haben wir es geschafft, hier einen relativ stabilen Telefon- und Internetempfang zu kriegen. Also, das lohnt sich wirklich. Das ist echt eine Investition wert. Es ist nicht billig, aber es ist auch nicht teuer. Und auf jeden Fall besser als das Satelliteninternet, weil es keine monatlichen Kosten verursacht. Und trotzdem die Leistung extrem steigert. Ich liebe meinen kleinen Nerd. Also Nico ist in diesem Fall wirklich ein Nerd. Wenn er irgendwie was haben will oder was erreichen will, dann ist er so lange am Lesen und am Machen und am Tests und keine Ahnung, bis er die beste Lösung gefunden hat. Und das war jetzt halt die Probe. Und die Probe hat super funktioniert. Ich kriege jetzt hier alles in Die die kommen Hand noch gedrückt. dazu. Genau, das sind noch kleine Repeater von der Fritzbox, die haben wir halt Ostdeutschland.
weil wir in Wolbergen auch immer sehr, sehr schlechtes Telefon und Internet hatten, aber das ist uns ja jetzt egal. Heute sind wir wieder zum Essen eingeladen. Nochmal. Ihr werdet es nicht glauben. Genau, wir sind auf dem Gelände der Jugendherberge, die ist bei uns direkt um die Ecke und die Leute aus dem Wald kümmern sich um diese Jugendherberge. Also unsere Freunde, die auch bei uns helfen, die arbeiten auch hier. Und da nächste Woche Kinder kommen, ja, muss hier ein bisschen was noch sauber gemacht werden. Und dann haben wir gesagt, dann nutzen wir die Gelegenheit und kochen hier ein bisschen. Das Ding ist total schön, ich zeige es euch einmal. Entschuldigung, redest du mir wieder in mein Video rein? Kann passieren. Kannst du das bitte lassen? Selbstverständlich. Dir das gehört. Übrigens, guckt mal, wisst ihr, wer den Rasensprenger gefunden hat? Es ist vielleicht sehr warm bei uns in Ungarn. So. Da ist ein Haus, hier sind Reetdachhäuser. Voll hübsch. Und Jungs, guckt mal weg. Warum? Weil ich das da filmen möchte. Okay, das ist so ein kleines Unterständchen. Und hier sind lauter so kleine Häuser. Und das ist so hübsch. Und hinten ist ein riesiger Rasen. Den zeige ich euch auch gleich. Und da stehen vielleicht Rasensprenger. Und manche Leute sind vielleicht einfach drunter gehopst. Schaut euch das mal an. In die Ecke darf ich nicht, aber da stehen noch Häuschen. Das ist ein Paradies. Das ist voll hübsch. Da ist die kleine Maus. Hi! Ja, hallo Mäuschen. Das hier ist die Jugendherberge bei uns im Wald. Und die ist einfach nur traumhaft schön. Und da kocht unser Kessel schon. Wartet, ich zeige euch das mal. Da gibt es ganz lecker Bohnensuppe. Ungarisch. Oh, das sieht schon geil aus. Das da ist ein Schwänzchen. Da weiß ich noch nie, was ich davon halten soll. Ich werde gerade geräuchert, aber ich habe mal gehört, Räucherware hält sich länger. Genau, und hier sind überall Rasensprenger. Es ist so schön. Und ab nächste Woche dürfen hier wieder Kinder spielen. Das ist einfach mitten im Wald. So, weiß ich nicht, Luftlinie, ein Kilometer von uns. Ja, nicht mal mehr. Nicht mal, genau. Und das ist einfach traumhaft schön. Total toll. Guten Morgen. Es ist Donnerstag. Donnerstag ist der Tag, an dem wir wieder zurückfahren müssen. Sehr begeistert sind wir nicht. Einfach, weil es hier so schön ist. Aber es sind halt einfach noch ein paar Sachen zu erledigen. Ja, eine meiner besten Freundinnen hat halt Geburtstag und ich habe noch ein bisschen Post zu erledigen. Bin auch immer noch nicht fertig mit meiner Steuererklärung. Und die möchte ich in Deutschland einfach gerne noch abgehakt haben. Ja, damit ich da wirklich ohne großartiges Tamtam einfach die Tür hinter mir zumachen kann. Ja. Es ist echt, echt schön hier zu sein. Und es ist echt ein tolles Gefühl zu wissen, dass man wieder hierher kommt. Und dass es jetzt noch zweimal sind. Und ab dann ist es für immer. Das ist schon schön. Aber es ist auch jedes Mal schwierig, wenn man hier wieder wegfahren muss und weiß, es geht wieder zurück in diesen, ja, in diesen deutschen Alltag. Naja. Heute Morgen hatte ich ein ganz tolles Erlebnis. Ich habe meine Lilien gestern eingepflanzt. Also ich zeige euch das kurz. Ich habe ganz viele Pflanzen mitgenommen aus Deutschland. Da könnt ihr das sehen. Das ist halt so, oh, ich hätte gern so ein kleines leuchtendes Beet. Hier sind auch ganz viele Zwiebelchen drin. Und gestern war ich so ein bisschen traurig, so von wegen, oh, meine Lilien und ich liebe die so. Wir wollen hier nicht weg. Und heute Morgen stehe ich auf und ich war gestern wirklich so traurig von wegen, ich sehe sie nicht. Und schaut mal, was sie gemacht hat über Nacht. Das ist total süß und total niedlich. Und das ist, wie als wollte sie sagen, guck, ich bin immer noch schön. Ich zeige es dir mal kurz und ja, so, damit ich nicht traurig bin, einmal nochmal gezeigt, wie schön sie ist.
Es ist halt heute Nacht ist die Blüte aufgegangen und ich habe mich voll gefreut heute Morgen aus dem Schlafzimmer raus und die steht auch direkt vorm Schlafzimmer. Und ja, als hätte sie gehört, was ich gestern gesagt habe, dass ich so traurig bin, dass ich sie nicht offen sehen kann und sie wahrscheinlich schon wieder verblüht sind, wenn wir in 2 Wochen oder 3 Wochen wiederkommen. Ja, dann war sie heute Morgen offen. Igen. Igen. Ja, Nico hat angefangen, ungarische Worte zu lernen. Das ist sehr süß. Die Leute versuchen hier halt einfach uns trotzdem noch ein bisschen was beizubringen. Das ist ganz cool. Was wollte ich noch sagen? Ja, Auto ist wieder fertig und wir werden jetzt gleich losdüsen. Nochmal kurz über den Balaton, weil wir beim Haus unseres Freundes vorbeifahren und einfach mal nach dem Rechten gucken. Und dann zurück. Bis später. Schon wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert den Kanal. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten und es kostet euch nichts und es tut auch nicht weh. Vielen lieben Dank und wir sehen uns. Bis dann.